Ich reinige die Ohren mit einem Feuchttuch. Einfach erstmal den äußeren Gehörgang säubern. So. Und dann sieht man auch schon den Trick. Schlappohren neigen zu Ohrenverschmutzung, auch zu Ohrenentzündungen oder Milben, weil die Luftzirkulation an den Ohren nicht wirklich gut gewährleistet ist. Es gibt auch flüssige Ohrenreiniger, speziell für Tiere, die werden hier reingeträuft, dann werden sie hier die Ohren so ein bisschen massiert und dann ein bisschen einwirken lassen und dann durch das Schütteln, weil der Hund versucht, die Flüssigkeit natürlich aus seinem Ohr herauszubekommen. Durch das Schütteln entfernen sich dann die gelösten Kleinteile. Man sollte auch regelmäßig an den Ohren riechen, damit man auch den Geruch seines Hundes kennt, wie er aus den Ohren riecht. Man riecht nämlich sehr leicht, wenn ein Ohr entzündet ist. Dann kommt so ein bisschen unangenehmer Geruch, beziehungsweise auch schon fauliger Geruch. Dann sollte man unbedingt den Tierarzt aufsuchen. Den Hund kann man leicht dran gewöhnen. Man sieht, die Maya ist sehr entspannt. Es gefällt ihr auch, dass sie hier ein bisschen so massiert wird. So. Man sollte auf keinen Fall Ohrenstäbchen oder sonstige Dinge einführen, da ist die Verletzungsgefahr viel zu groß. Also geht das recht gut. Und dann kommt das zweite Ohr. Erst außen. Boah, das ist richtig dreckig. Sieht man auch hier schon. Maya entspannt auch teilweise richtig, wenn sie ihre Ohren massiert kriegt. You're fine. What's it?